Hallo, Flavio Simonetti hier. Ich hoffe, mein letztes Video hat dir gefallen. Es ging darum, was man innerhalb von kürzester Zeit warm im Aldi essen kann. In dem jetzigen Video geht es um Lidl. Ich habe mal reingeschaut, was es da so alles gibt. Es sind interessante Mischungen, aber leider nicht so wie beim Aldi. Also es gibt keine Gemüsemischung. Low-Carb-Varianten sind dort etwas schwieriger. Wir hatten das Ganze zwar mal im Sortiment, haben es aber jetzt hier in Bayern rausgenommen und man weiß nicht, wann es wiederkommt. Deswegen ist es jetzt im Lidl so, dass Low-Carb-Produkte sehr schwierig zu bekommen sind. Ich habe aber trotzdem was gefunden, was ich ab und zu esse, wenn ich im Lidl bin und wenig Zeit habe und nur eine Mikrowelle in der Nähe habe. Und zwar gibt es hier zum Beispiel eine Huhn-Kina-Mischung, die enthält ja, etwas mehr Zucker, weil die ist etwas ja, auf asiatische Art und Weise gemacht. Die Inhaltsstoffe, die dort aber enthalten sind, sind absolut okay. Und es schmeckt auch für den Preis eigentlich ganz gut. Es kostet ungefähr 1,50 €. Man hat hier über 20 Gramm Eiweiß, über 70 Gramm Kohlenhydrate, wobei ein Drittel aus Zucker besteht. Es wäre nach dem Training zum Beispiel eine ganz gute Variante. Und der Fettgehalt ist sehr niedrig mit 4 Gramm pro Portion. Es sind 400 Gramm. Finde ich das echt einen guten Preis. Also da kann man wirklich nichts sagen. Dann gibt es hier noch eine asiatische Variante. Das ist Chop Suey. Dort ist der Eiweißgehalt auch bei über 20 pro Portion. Kohlenhydrate sind 60, etwas weniger Zucker drin, kann man auch jetzt sehr gut nach dem Training nehmen. Und der Fettgehalt für die ganze Packung liegt bei 8 Gramm. Wenn einer sagt, 8 Gramm ist aber ganz schön viel, dann muss ich wirklich dazu sagen, wenn du dir selber Fleisch anbrätst, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht unter 8 Gramm kommen. Deswegen finde ich das, die Inhaltsstoffe echt okay. Es sind auch keine Konservierungsstoffe dabei. Also ich finde, für den Preis ist das Ganze echt gut für den Kraftsport geeignet. Es ist natürlich jetzt nicht das super Gourmet-Essen, das muss man sich echt bewusst werden. Es ist einfach nur eine schnelle Alternative, um die richtigen Dinge zu essen. Dann habe ich hier Seelachs. Dort ist der Eiweißgehalt etwas niedriger. Man kommt hier auf 17 Gramm Eiweiß pro Packung und über 50 Gramm Kohlenhydrate. Der Fettgehalt ist auch wie hier bei 8 Gramm. Pro Packung finde ich also auch okay, vor allem weil auch Fisch enthalten ist und Fisch meistens ja einen höheren Fettanteil hat. Und dann gibt es hier das Hühnerfrikassee. Das ist auch okay, muss man ab und zu aufpassen, dass da nichts im Fleisch ist, das nicht zu knorpelig ist. Aber ich habe jetzt 4 oder 5 Packungen von dem gegessen und das ist auch okay. Es sind 24 Gramm Eiweiß, enthält also mit am meisten sehr viel Kohlenhydrate und kaum Zucker. 54 Gramm Kohlenhydrate pro Packung und 2 Gramm Zucker ist also echt gut geeignet für Mittagessen. Der Fettgehalt ist etwas höher bei 16 Gramm, aber auch noch im Rahmen. Das sind so die Varianten mit Reis. Und wenn du sagst, puh, Reis, ich weiß nicht, ist nicht so mein Ding, dann kannst du auch die Nudelvariante nehmen. Gibt es hier Spaghetti mit Tomatensauce. Ich weiß, das sind keine Vollkornnudeln, aber wie schon gesagt, es geht darum, dass man schnell was zu essen hat. Was Warmes zu essen Mittag. Und da ist die Alternative hier sehr gut. Es sind auch wieder keine Konservierungsstoffe drin. Ich habe mir die Inhaltsstoffe angeschaut und es ist nichts dabei, wo man sagen kann, das ist wirklich was, wo man aufpassen muss. Es ist natürlich so die üblichen Dinge drin, aber ohne irgendwas Ungesunden. Dann habe ich hier eine Eiweißvariante noch zusätzlich, so zwischendurch essen zum Beispiel einen Schinken. Der kostet etwas mehr, also die Produkte hier, glaube ich, kosten alle unter 2 Euro. Der Schinken kostet, ich glaube, ein bisschen mehr als 1,50. Dann gibt es Forellenfilet noch, das ist auch sehr fettarm als Zusatz-Eiweißlieferant. Und am Schluss die Vollkorncracker, die kann man also hier die beiden zusammen essen. Oder auch die Forelle, da ist der Fettgehalt etwas höher, aber das ist nicht weiter schlimm. Man kommt hier auf 13 Gramm pro Packung, aber ich finde die hier sehr gut, also die schmecken sehr lecker, die sättigen auch, die kann man als Zwischenmahlzeit sehr gut kombinieren mit den Eiweißpräparaten. Ich hoffe, dir etwas geholfen zu haben. Wie schon gesagt, das Ganze kannst du als schnelle Alternative nehmen. Wenn du mehr Zeit hast, ist Vorkochen natürlich besser. So, ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Wenn dir die Videos gefallen, dann kannst du sie hier oben abonnieren. Du wirst also jedes Mal wieder neue Videos bekommen. Und wenn du sagst, ich habe vielleicht mal irgendwelche Fragen, dann kannst du auf facebook.com/flavioni gehen. Und wenn du sagst, ich will sofort Muskelaufbautipps, dann kannst du auf natural-bodybuilder.de und dort bekommst du jeden Tag einen richtig guten Tipp, wie du Muskeln aufbaust.
Ich hoffe dir also etwas geholfen zu haben. Mach's gut, dein Flavio Simonetti.